Hallo zusammen. Wie geht es dir? Hier eine kurze Info. A short information. Ab jetzt kannst du mir auch bei Instagram schreiben an Slow German with Culture. Ich versuche dort auch ab und zu Inhalte zu posten, die zum Podcast passen. In der heutigen Episode werde ich etwas verändern. I will change something. Nach der Episode werde ich die Episode noch einmal etwas schneller und ohne Englisch erzählen. So, after the episode, I will just repeat the episode a little faster and without English. Also, willkommen zur heutigen Episode. In der heutigen Episode sprechen wir über einen Krieg aus der Geschichte. Der Erste Weltkrieg, the First World War. Der Erste Weltkrieg begann im Jahr 1914 und endete 1918. Viele Länder in Europa kämpften in diesem Krieg. Deutschland spielte eine wichtige Rolle. Deutschland war ein starkes Land mit einer großen Armee. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Wollte, dass Deutschland mächtiger wird. Deutschland schloss sich mit Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich zusammen. So Germany formed an ally with Austria-Hungary and the Ottoman Empire. Diese Gruppe nannte man die Mittelmächte. Auf der anderen Seite standen die Alliierten. Zu ihnen gehörten Länder wie Frankreich, Großbritannien und Russland. Später kamen auch die USA dazu. Der Krieg begann, weil es viele Spannungen in Europa gab. There were lots of tensions in Europe. Der Auslöser, the cause, der Auslöser war die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich. Deutschland unterstützte Österreich-Ungarn und bald war fast ganz Europa im Krieg. Und der Erste Weltkrieg war sehr hart und es gab viele Tote auf beiden Seiten. Die Menschen kämpften in Gräben und mussten schreckliche hygienische Verhältnisse aushalten. So they fought in ditches and had to stand the terrible hygienic circumstances. Viele Menschen
starben nicht nur durch Waffen, sondern auch an Krankheiten. Deutschland kämpfte an zwei Fronten. Im Westen gegen Frankreich und Großbritannien und im Osten gegen Russland. Im Jahr 1917 trat die USA in den Krieg ein. Das machte die Lage für Deutschland schwieriger. Die deutschen Soldaten waren erschöpft und es gab nicht genug Nahrung und Material. Im November 1918 gab Deutschland auf. Der Kaiser musste abdanken und es wurde eine Republik ausgerufen. Der Krieg endete mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918. The war ended with a truce on the 11th November 1918. Der Erste Weltkrieg hatte große Folgen für Deutschland. Das Land musste viele Gebiete abgeben und hohe Reparationszahlungen leisten. They had to give up a lot of areas and had to pay high reparations. Viele Menschen waren unzufrieden und das führte später auch zum Aufstieg von Adolf Hitler und dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war eine sehr schwere Zeit für Deutschland und die Welt. Viele Menschen starben und es gab große Zerstörung. Es ist wichtig, aus dieser Geschichte zu lernen, um Frieden zu bewahren. Ein sehr gutes fiktionales Buch über den Ersten Weltkrieg heißt »Im Westen nichts Neues«. Das Buch stammt vom Autor Erich Maria Remarque. Vor kurzem gab es auch einen erfolgreichen Film zu dem Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Und jetzt kommt die Episode noch einmal, etwas schneller und ohne Englisch. Der Erste Weltkrieg begann im Jahr 1914 und endete 1918. Viele Länder in Europa kämpften in diesem Krieg. Deutschland spielte eine wichtige Rolle. Deutschland war ein starkes Land mit einer großen Armee. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Wollte, dass Deutschland mächtiger wird. Deutschland schloss sich mit Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich zusammen. Diese Gruppe nannte man die Mittelmächte. Auf der anderen Seite standen die Alliierten. Zu ihnen gehörten Länder wie Frankreich,
Großbritannien und Russland. Später kamen auch die USA dazu. Der Krieg begann, weil es viele Spannungen in Europa gab. Der Auslöser war die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich. Deutschland unterstützte Österreich-Ungarn und bald war fast ganz Europa im Krieg. Der Erste Weltkrieg war sehr hart und es gab viele Tote auf beiden Seiten. Die Menschen kämpften in Gräben und mussten schreckliche hygienische Verhältnisse aushalten. Viele Menschen starben nicht nur durch Waffen, sondern auch an Krankheiten. Deutschland kämpfte an zwei Fronten. Im Westen gegen Frankreich und Großbritannien und im Osten gegen Russland. Im Jahr 1917 trat die USA in den Krieg ein. Das machte die Lage für Deutschland schwieriger. Die deutschen Soldaten waren erschöpft und es gab nicht genug Nahrung und Material. Im November 1918 gab Deutschland auf. Der Kaiser musste abdanken und es wurde eine Republik ausgerufen. Der Krieg endete mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918. Der Erste Weltkrieg hatte große Folgen für Deutschland. Das Land musste viele Gebiete abgeben und hohe Reparationszahlungen leisten. Viele Menschen waren unzufrieden und das führte später auch zum Aufstieg von Adolf Hitler und dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war eine sehr schwere Zeit für Deutschland und die Welt. Viele Menschen starben und es gab große Zerstörung. Es ist wichtig, aus dieser Geschichte zu lernen, um Frieden zu bewahren. Ein sehr gutes fiktionales Buch über den Ersten Weltkrieg heißt »Im Westen nichts Neues«. Das Buch stammt vom Autor Erich Maria Remarque. Vor kurzem gab es auch einen erfolgreichen Film zu diesem Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Und das war die heutige Episode. Gib mir gerne Feedback bei Instagram an Slow German with Culture oder schreib mir eine Mail an learngermanwithculture@web.de. Ich würde mich freuen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, zum Beispiel deinen Freunden oder deiner Familie. Hab noch einen schönen Tag und bleib vor allem gesund. Tschüss!